Ich fand mich hässlich. Ja, Ah ja. gut. Ich möchte mir was holen, um zuzunehmen. Ja, die hat halt eine komische Nase. Deine Brüste sind zu klein. Holt ihr euch auf mich noch einen runter, oder? Die hat halt wirklich so ein Waschbrettbauch. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris halb zwölf und Joyce Ilk. Ja, Ah ja. gut. Nee, ich bin nur kurz auf die Höhe gekommen für den Anfang. Das ist Und lieb, dann. Chris, dass du dich jetzt mal auf meine Höhe begibst Ja, für das das heutige kann nicht Video. jeder deine Höhe erreichen und das erreiche ich auch nur für einen ganz kurzen Moment. Ja. Und das ist jetzt. Genau. Ja, wir hatten nämlich einen Kommentar, ne, dass mein Hinterkopf sonst zu viel zu sehen ist, wenn ich immer zu dir nach hinten spreche, wie bei dem Ja. letzten Video. Scheiße, ne? Und Das dass wollen wir der ja Chris nicht. so Low Energy ist, nee, ne? no Bock, null Ja. Bock und so, ne? Und Scheint er doch. deswegen, hey ho, get the flow, Ja, weil Chris. ich finde das super geil. Also ich hätte gar nicht gedacht, so dieses in die Kamera, das finde ich Wie mega. viel Es ist Spaß das macht, ne? genau mein Ding, so zu einem virtuellen Publikum, was nicht, sich nicht artikulieren kann, Ja, was gewöhn quasi dich mal dran. So funktioniert Social so Media. ein. Ich talk ja lieber zu echten Menschen. Das sind ja Ja. echte Menschen, die das gucken. Meinst du? Ja. Denkst du, Ach so. AI guckt schon? Wer weiß. Joyce wollte noch ein Statement machen. Ich fand mich hässlich. Das ist das heutige Thema. Mittlerweile finde ich mich wunderschön. Und wie ich das geschafft habe, darüber reden wir auch noch. Das könnt ihr jetzt auch alles schaffen. Alle Hässlichen da draußen. Es ist noch nicht verloren. Joyce hat es auch geschafft. Hä? Na, was redest du denn da, Chris? Geht doch um die eigene Empfindung. Ja, gut, aber das beinhaltet ja auch, dass du jetzt hübsch bist. Ich sehe ja aus wie damals, nur älter. Deswegen war ja Okay. damals nicht hässlicher als heute oder ich bin heute nicht Aber hübscher als damals. ist älter, hat das nicht auch einen Einfluss auf die Hübschigkeit? Oder ich stelle die Frage anders. Wieso waren damals in irgendwelchen Modelzeitschriften keine 80-Jährigen? Dann warum waren da keine 60-Jährigen? Waren da gar nicht. Also Also ich ich muss ganz glaube. ehrlich sagen, ich meine, ich bin jetzt 40, ne? Aber ich finde, dass ich auch in einer gewissen Art und Weise hübscher geworden bin. Ja, doch empfinde ich tatsächlich selber auch ein bisschen so, du nicht? Nein. Muss ich so ehrlich so sagen, ja, was? Es ist aber die Realität. Ja, ich finde, aber ey, das ist doch voll okay. Ich meine, Ich habe viel weniger Pickel im Gesicht. ja, okay, aber also Dafür ich mehr gucke auf jeden Falten. Fall, ich kann ja nur von mir reden, wenn ich unsere alten Videos gucke, dann denke ich, dass ich da besser aussah. Dass du besser So, aussahst. also, oder weniger beschissen als heute. An die Oh, Hater. findest Nein, du dich heute nee, hässlich? nee, nee, finde ich nicht, aber ich finde trotzdem, älter werden macht einen nicht hübscher. So. Und da kannst du Body Positivity oder diese ganze Scheiße, so, es ist einfach Verleugnung von Fakten. So. Weiß auch Also, oder an nicht. die Jungs von euch, holt ihr euch einen runter auf eine alte Oma oder auf die junge Ja, 20-Jährige? So muss so man an ja alle mal in 20-Jährigen da die. draußen, holt ihr euch auf mich noch einen runter oder? Oder nur damals vor 15 Jahren? Ja, das wäre die Frage, ja. Okay. Okay, gut, aber jetzt zum Thema. Die Joyce fand sich Kommentare. hässlich. Ja, willst du dazu was sagen? Möchtest du anfangen dazu? Nee, jetzt macht es mir gerade ein bisschen Spaß. Ach doch, Ja, ich bin schön. jetzt so gerade. Ja, wenn es so ein bisschen aus diesem Steifnisraum rausgeht, weißt du? Ich bin Und dir das, oft zu steif, ne? nee, das nicht, aber die Welt ist mir zu steif. Ja. Gut, Viechen. Also, fandst du dich auch mal hässlich? Also, ich habe Nee, jetzt eben gehört, du nee. findest dich heute hässlich, aber fandst du dich früher mal hässlich, als du Mm-mm. jünger warst? Nee? Nö, Geil. nö. Ja, dann können wir ja gleich auch nochmal über dich reden in dem ganzen Kontext. Nee, es geht um dich. Du hast das Thema ausgegraben, Ja, nicht ich ich. meine, in dem Kontext mit mir, weil ich wollte jetzt anfangen und vielleicht dann kann ich Rückfragen an dich stellen, ob du so Situationen zumindest kennst, die mich dazu gebracht haben, mich hässlich zu finden. Es hat angefangen, also als Kind war ich super selbstbewusst und hatte auch gar keine Probleme mit meinem Äußeren. Welches Kind hat das eigentlich schon? Vielleicht gibt es schon ein paar, ne? Aber so als Kind erstmal, es kommt ja irgendwann, wird einem das ja so eigentlich von außen rangetragen, ob man schön ist oder nicht, ne? Also oftmals ist das ja so. Ist die Frage, wann man so irgendwie über sein eigenes Spiegelbild reflektiert und das irgendwie einordnet, ne? Ja. Oder das auch dann mit anderen irgendwie vergleicht. Weiß ich Ja, nicht, ab und wann das vielleicht, weil passiert. man halt manchmal von außen eingeordnet wird. Weil bei mir fing es tatsächlich schon als Kind irgendwie an, dass ich mich zu dünn fand, ne? Ich war halt immer ein kleiner Storch und ich weiß, dass super oft Leute zu mir gesagt haben, oh, du bist so dünn, das sieht krank aus, isst du denn auch genug? Dabei habe ich ja immer ganz normal gegessen, sogar tendenziell eher relativ viel. Das war einfach meine Veranlagung. Und es waren sogar Familienmitglieder,
jetzt nicht meine engste Familie, ne, aber Familienmitglieder, die mich regelmäßig gesehen haben, die mich irgendwie immer wieder gefragt haben, hast du abgenommen? Mensch, du musst aufpassen, du bist ja viel zu dünn geworden. Wo ich mir dachte, das hast du jetzt schon 30 Mal in meinem Leben gesagt. Mhm. Und das irgendwie merkst du nicht, dass ich immer schon so ausgesehen habe. Du kennst mich seit ich klein, also seit meiner Geburt so. Dann habe ich wirklich versucht zuzunehmen. Und weil das bei mir so schwierig war, habe ich das versucht über ganz viel Kakao trinken, Süßigkeiten essen. Habe ich versucht, mich auf ungesunde Art und Weise optisch anzupassen an etwas, was von außen erwartet wurde. Meinst du, das war der Auslöser, dass die Verwandten gesagt haben, bist du dünn? Also, dass du dich selber als hässlich empfunden hast? Also, war das jetzt nur auf dieses Dick-Dünnheit bezogen? Nein, nein, das ist jetzt der erste Step in meinem Leben, wo ich klein war. Okay. Und dann gehen wir gleich weiter. Naja, vielleicht so 7, 8 Jahre. Okay. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mama gesagt habe, als wir in der Apotheke waren, ich möchte mir was holen, um zuzunehmen. Und dass mir die Apothekerin dann Ovomaltine, das ist so eine Art Malz-Kakao-Drink, mitgegeben hat. Und ich dachte, das wäre jetzt so ein Medikament, das ich zunehmen könnte. Oh Gott, ey. Voll krass, ne? Ja, egal. Ja, also das, du bist ja auch so ein Storch. Sowas hast du nicht gehört oder es hat nichts mit dir gemacht? Ja, mir haben sie immer gesagt, boah, du bist aber muskulös geworden, trainierst du, wie kann ich so fit werden und so. Das haben die immer gesagt halt. Weißt du? So als 7-8-Jähriger meinst du? Ja, machst du Bodybuilding und ich meine, nee, ich mach gar nicht viel. So. Ich trainiere meinen rechten Arm irgendwie, aber sonst... Als 7-8-Jähriger? Nee, ich weiß nicht. Ich war immer klein. So. Süß. Ich war immer klein. Ja. Ja? Nur mein Genital war lang. So. Okay. Nee, jetzt sag mal. Auch das ist klein. Nein, ich war. Ja, was, du bist gar nicht so klein. Du bist ja 1,80. Aber ich war aber morgens, ne? Ja, was war jetzt die Frage? Ich war klein, ja. Und aber das hat dich aber nicht gestört. Nee, das hat mich tatsächlich nicht gestört. Voll gut. Aber das kam oft, der Kommentar, aber es hat mich irgendwie nicht gestört, ja. Ich habe das aber auch nicht so wahrgenommen, tatsächlich. Ist so. Witzig, aber dass du es nicht wahrgenommen hast, obwohl andere dir das gespiegelt haben. Mhm. Und das ja auch scheinbar so war. Ja, es war auch so. Aber ich habe es nicht so, also, oder ich habe es, nee, ich habe es nicht so direkt wahrgenommen. Habe es aber auch, oder ich weiß, dass ich manchmal so in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, boah, ich bin irgendwie schon klein. Süß. Aber hat mich nicht so gestört irgendwie, keine Ahnung. Ja, witzig auch, weil vielen Frauen ja wichtig ist, dass der Mann größer ist als die Frau. Das ist ja auch was, was mich gar nicht so interessiert. Mit 7, 8 oder was? Nein, als Erwachsene. Mich stört das ja nicht so, wie groß jemand ist, oder? Ja, dich stört es ja auch nicht, wenn er dümmer ist als du. Ne? Das hat gar nichts mit äußeren Merkmalen zu tun. Die inneren Werte. Toll, es kommt auf die inneren Werte. Ne? Ja. Mhm. Ja. Weil Dings war ja auch recht klein. Ja. So, dann habe ich ja schon mal erzählt, schon öfters mal erzählt, dass ich im Alter von circa 10 bis 14 Jahren ein Korsett, ein Plastik-Korsett tragen musste wegen meiner Skoliose, wegen meiner Wirbelsäulenverkrümmung. Und das sollte im Wachstum meine Wirbelsäule gerade drücken. Deswegen war das extrem eng geschnallt. Das habe ich Tag und Nacht getragen, rund um die Uhr. War eh eine harte Zeit, als Kind so eingesperrt zu sein. Aber dann kam ja dieser Übergang in die Pubertät. Der Körper verändert sich, man als Frau bekommt man Brüste und sowas. Und diese Veränderung ist ja generell für viele Jugendlichen sehr schwierig. Wenn man aber dann den eigenen Körper gar nicht richtig spürt, der ist eingesperrt, man fühlt sich eben im eigenen Körper nicht wohl, dann macht das ja auch nochmal was. Ne? Dann ist diese Veränderung des Körpers vielleicht auch, also für mich war das dann viel schwieriger, meinen Körper, der sich gerade verändert, also meinen neuen Körper lieben zu lernen, weil ich eh so mich ein bisschen von meinem Körper abgetrennt habe und mich nicht schön fand, weil ich konnte auch nicht Sachen tragen, die ich schön fand, weil wenn ich mich gebückt habe, dann hatte ich ja hier, stand das ja so ab und dann hatte ich unter, die Klamotten waren ja da drüber, dann sah das aus wie so ein Zelt, also dann hatte ich so einen Buckel und dann fand ich mich ja eh nicht so schön, konnte mich nicht so schön zurechtmachen und dann ging das über in diese Phase, wo wir Mädels uns dann plötzlich für Jungs interessiert haben und dann ja, habe ich mich auch gar nicht interessant für Jungs gefühlt. Es kamen mir auch Kommentare wie, guck mal, die hat einen Rücken aus Steinen und so. Und dann haben die Jungs drauf geklopft oder sowas. Da hast du ja nicht dann als Mädel das Gefühl, oh geil, jetzt komme ich in die Pubertät, jetzt interessiere ich mich für Jungs, jetzt geht da vielleicht mal was. Damit bin ich gar nicht in Berührung gekommen und fand mich auch überhaupt nicht schön dann in der Zeit. Ne? Und nicht nur wegen dem Korsett, sondern auch
meinen neuen Körper fand ich dann nicht schön. Hatte da einfach nicht den Zugang zu finden können. Und habe ja auch vielleicht nicht von außen mal gesagt bekommen, Mensch, bist du ein schönes Mädchen oder so. Das haben Jungs in der Zeit halt auch nicht zu mir gesagt. So, ne? Mhm. Ich weiß noch, eine Begegnung hatte ich, da war ich im Garten mit meiner Schwester und wir waren da so am Spielen mit Freundinnen. Und dann kam hinten am Gartentor kam so ein Typ lang, den hatte ich noch nie gesehen. Und irgendwie fand ich den ganz cute in dem Moment. Da bin ich schnell in den Keller gelaufen, habe das Korsett unter meinem Kleid ausgezogen, in die Ecke gestellt und bin wieder raus und habe dann mit dem geredet. Und der fand mich gut. Und da dachte ich dann, ach, ohne das Korsett läuft das vielleicht doch mit den Jungs. Okay. Du hast mir mal ein Foto gezeigt, wo du so kurze Haare hattest, ne? Ja. War das während des Korsetts oder nee, war das danach? Danach. Ach, das war danach. Okay. Ja. Okay, weil da. So kurz, raspelkurz, ja, also 2-3 Zentimeter. Ja, okay, also das. Rot. Boah, also ich meine, habe ich dir ja damals auch gesagt, echt also, schrecklich. Das war auch die einzige Zeit, wo ich älter geschätzt wurde in meinem Leben. Ich wurde immer jünger geschätzt, immer schon. Und da war es aber die einzige Zeit, wo ich noch nicht 18 war, da war ich ja 16, glaube ich. Und da kam ich in Clubs rein, weil Leute dachten, ich wäre schon über 18. Wahrscheinlich dachten, ich wäre 40 damals. Okay, also du warst auf jeden Fall jetzt, um den Bogen wieder zum Korsett zu spannen, du warst eigentlich jetzt so schon eigentlich ganz süß, so, aber hast dieses Feedback nicht bekommen. Und, genau. Okay, und wie ging es dann? Genau, und ich ist es wirklich weiter? So weit gegangen, dass ich manchmal halt so... wenn ich meinen Körper so angeguckt habe, dachte, boah, ob ich überhaupt mal irgendwann einen Freund habe, ob überhaupt mal irgendein Typ Lust hätte, mit mir Sex zu haben oder so. Also wirklich so, ich hatte wie so eine Abneigung gegen meinen eigenen Körper fast entwickelt. Mhm. Also das war schon krass. Dabei hatte ich eigentlich eine Topfigur, auch aus, also vor allem aus Sicht so des Schönheitsideals, sage ich mal. Ich hatte halt, weil ich wegen der Skoliose auch dreimal die Woche richtig krass hart Sport machen musste, in so einem Reha-Zentrum, wo auch so die Spieler vom 1. FC Köln und von Kölner Haien und so, wo die so Reha gemacht haben, wenn die irgendwelche Sachen hatten, Verletzungen oder so. Da wurde ich auch trainiert von so Personal-Trainern. Und ich hatte halt voll den krassen Bauch. Ich hatte halt wirklich so einen Waschbrettbauch. Ich hatte dann damals noch größere Brüste als heute, weil die einfach prall im Wachstum sind, die oft einfach noch so ein bisschen mehr buff. Und ich hatte eigentlich eine krasse Figur. Also du wärst. Hab das aber selber nicht gesehen. In dem Sinne wärst du damals, hättest Instagram schon gegeben, wärst du Fitness-Influencerin geworden jetzt, ne? Also, oder? Kann man sagen. Ja, dicke Titten, flacher Bauch. Ja, was heißt dicke Titten? Ich hatte natürlich nicht solche Dinger, ne? Aber so. Aber fast. Ne? Aber so, ich hatte eigentlich in der Sicht der Gesellschaft eine Top-Figur. Ne? Mhm. Und hab's aber selber nicht erkennen können. Habe selber gedacht, ich bin hässlich. Keinen schönen Körper. Okay, wann kam dann oder wie kam dann der Switch? Noch nicht. Noch nicht. Ach, apropos Busen, fällt mir noch was ein. Obwohl ich damals größere Brüste hatte als heute, weiß ich noch, dass ich, da war ich glaube ich so 17 war ich, oder 18, war ich in so einem Club, da hatte ich aber nicht mehr die kurzen roten Haare, da hatte ich schon... Wie lange hat sie denn die kurzen roten Haare? Weil das dauert ja auch ein bisschen, bis die... Ja, die habe ich einmal so abschneiden lassen und dann sind die halt langsam länger gewachsen. Dann hatte ich die lila und so bobmäßig und dann wurden die wieder länger und dann ständig irgendwas verändert so. Aber ich habe die dann nicht wieder abgeschnitten. Was heißt, die waren lila? Also hättest du quasi auf einer... Klimakleber-Demo jetzt mitgehen können mit dem Outfit. Wahrscheinlich schon, ne? Lila Haare? Ja. Was war das denn damit? Und kurz? Das war eher, glaube ich, so ein bisschen Emo. Seid am Start. Mit den lila kurzen Haaren habe ich sehr viele Komplimente bekommen, okay, weil das scheinbar meine Augen zum Leuchten gebracht hat, weil lila und grün sind meine Augen, sind Komplementärfarben. Da habe ich ständig Komplimente für meine Augen bekommen in der Zeit. Mhm. Aber hast du dich trotzdem immer innerlich noch schlecht gefühlt, oder? Das war so der erste Punkt, wo ich mal das Gefühl hatte, dass jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ich selber. Also gerade mit diesem lila Bob, wo ich dann auch das Gefühl hatte, ich sehe nicht aus wie alle anderen Mädels in meiner Klasse. Ich habe so ein bisschen vielleicht, da habe ich mich so ein bisschen angekommener gefühlt langsam. Mhm. Aber da war ich in so einem Club, das war aber dann, wie gesagt, als ich schon längere Haare hatte, da war ich dann wahrscheinlich so 18. Und da war so ein Typ, mit dem habe ich so geflirtet und dann hat er, also ich habe irgendwie haben wir so gequatscht, ich kannte den nicht und dann hat er gesagt, boah, eigentlich bist du die perfekte Frau, auch optisch, du siehst mega gut aus, aber deine Brüste sind zu klein. Und ich weiß noch, dass das auch voll was mit mir gemacht hat, dass ich dachte, boah, eigentlich bin ich super, aber meine Brüste halt nicht.
So, ich meine, ich weiß auch nicht, ob das. Ich glaube, viele junge Menschen haben Probleme, irgendwie sich selber als schön zu empfinden. Ich glaube, bei mir war das aber ja natürlich nochmal verstärkt durch all das, was ich so mit dem Korsett erlebt habe. Dass mich das viel mehr dann immer so ein bisschen. Aber guck mal, jetzt mal eine ganz ernste Frage. Geht es darum, sich als schön zu empfinden? Oder geht es darum, sich vielleicht auch einfach realistisch einzuordnen? Weil es gibt nun mal auch objektiv betrachtet, der eine ist nun mal schöner als der andere. Das heißt aber nicht, dass er als Mensch weniger wert ist oder so, der jetzt nicht so schön ist. Aber diese Gleichmacherei auf der, wir sind alle schön, das ist doch Bullshit, oder? Es ist doch wieder so ein Woker-Scheiß. Also so, eigentlich klar, sollte es doch darum zu gehen, ey, akzeptier dich, wie du bist. Versuch das Beste aus dem zu machen, aus den optischen Karten, die du bekommen hast, weil es macht natürlich auch viel aus. Du kannst natürlich auch was jetzt an dir machen, in dem Sinne, wie du meinst das aber jetzt verpackst. Nicht Schönheitsoperations, meinst du jetzt nicht? Nee, meine ich jetzt nicht. Nee, das meine ich nicht, aber einfach mit den Karten, die du bekommen hast. So. Ja. Und wenn jetzt jemand voll das Problem mit irgendwas hat, finde ich auch so, auch okay, da eine Schönheitsoperation zu machen, wenn er sich das vernünftig überlegt und aus den richtigen Motiven und so weiter und so fort. Also ich würde das jetzt nicht. Ich gebe dir so, da. Aber ich bin halt nicht Freund davon, diese Aussage, wir sind alle schön. Nee, ich gebe dir da auch recht. Ist nicht so. So, wir sind auch nicht alle schlau. Sind auch nicht, weißt du, so, es gibt nochmal Unterschiede und eine mehr, der andere weniger. Der Schöne hat halt Nachteile auf anderen Ebenen, vielleicht. Es gibt auch viele Menschen, die sind schön und wissen gar nicht, wie schön sie sind. Gibt es auch, dass ich mir manchmal denke, krass, dass die, also eine Freundin von mir, wo ich immer denke, die ist eigentlich wahrscheinlich so die schönste Freundin, die ich habe. Und die sie aber selber total die Komplexe hat wegen ihres Aussehens. Und ich finde auch, dass es Menschen gibt, die erstmal, wenn du die so siehst, würde man schon sagen, es ist ein hübscher Mensch. Aber durch ihre Ausstrahlung sind die überhaupt nicht schön. Und dann gibt es Menschen, finde ich, wo du erstmal so vielleicht denken würdest, ist jetzt nicht die schönste Person auf der Welt, aber durch ihre Ausstrahlung werden die viel schöner noch. Ich finde, das macht schon auch nochmal viel aus. Ja, klar, definitiv macht das was aus. So, klar. Und jetzt nochmal. Wenn wir jetzt aber einfach nur objektiv die Schönheit, wenn wir einfach hier 10 Fotos hätten und du kennst die Person nicht und kennst keinen Charakter und kennst keine Haptik, keine Mimik, einfach nur ein scheiß Foto, ja, dann gibt es da aber zum ein Beispiel, Ranking. So. Als ich gesagt habe, ganz am Anfang, ich finde mich heute wunderschön, ich weiß aber trotzdem, dass wenn du mich jetzt mit der Gesellschaft, mit der Welt vergleichst, würde ich jetzt nicht sagen, ich gehöre zu den Ultra-Hübschen. Trotzdem finde ich mich wunderschön. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, Ja, aber ich finde, das ist wichtig, dass man das auch differenziert, wie man es meint, wie man sich ausdrückt. Mhm. Gut, okay. Also das liegt ja auch im Auge des Betrachters manchmal. Also ich denke schon, wenn ich mich jetzt realistisch einschätze, ich sehe nicht schlecht aus, aber ich bin jetzt auch nicht hier Model Number One. Marc, so. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du Joyce geben? So, jetzt. Wir kennen uns viel zu lang, um da jetzt ernsthafter. Als wir uns kennengelernt haben, als ich noch jung war. Da warst du ja. Eine 10. Ach, eine 10? Ja. Da warst du ja noch. Da warst du natürlich auch. Die Frage ist, als wir ein Pärchen waren, wie schön fandst du mich auf einer Skala von 1 bis 10? Als ich jung war damals. Da war ich ja wirklich 8. noch jung. 8? Ja. Ich meine, du hättest damals 8,5 zu mir gesagt. Ja, okay, dann war das ja. Das, genau, stimmt. Stimmt, das hatten wir. Ich glaube, das hatten wir. Und du hast gesagt, naja, 9 ist ja eh das Maximum, weil 10 gibt es gar genau, nicht. Genau, ja. So. Dann habe ich, genau, und dann waren es 8 und ich habe 8,5 gesagt, weil ich noch nicht ganz so ehrlich war wie heute. Ja, ja, so wird es gewesen sein. Ich glaube, so war es sogar. Ja, gut, aber ist doch okay. So, und ich fand dich aber 10, obwohl ich das heute jetzt nicht mehr sagen würde. Ja. Aber nicht, also, aber auch rückblickend nicht, weil ich fand dich so, guck mal, das kommt ja auch aus diesem inneren Gefühl, ich fand dich so toll, du warst für mich so der schönste Mann der Welt. Weißt du? Na, das freut mich, dankeschön. Ja. Ja. Mhm. Ja, aber damals war ich auch noch schöner als jetzt. Ach, Chrissy, nein, du bist da immer noch ein schöner Mann. Ja, aber es ist schon, alt werden ist echt scheiße. Ach, also finde ich wirklich deprimierend. Mich deprimiert ja wenig. Dann müssen so, wir ne? eine andere Folge noch zu machen. Ne? über Alter, ja, also finde ich schon egal. Finde ich schon egal. Nee, aber... Okay, so, gut, das ist aber auch diese aber noch, Frauenwahrnehmung so, ja, die finden alle ihren Freund so. Aber ich glaube, das ist bei Männern andersrum auch oft, weil... wie viele Punkte würde dir Selina geben? Mir? Ja. Ich glaube,
aus ihrer Sicht auch schon die 10. 11, ja, es 11 ist schon oder so. Schwer, ja, ja. Diese 10 zu vergeben, aber ich glaube schon doch. Ja, bei ja. uns passt das eigentlich. Ja. Aber zum Beispiel. Und wie viel würdest du Selina geben? Ja, auch. Auch 10. 10. Okay. Siehst du, und ich glaube nämlich, dass das bei Männern auch oft so ist. Weil ich kenne das von den Freunden, die ich nach dir hatte, auch so. Dass die mir auch immer wieder gesagt haben. Ja, es gibt aber auch wenig Leute, die wirklich so objektiv auf Dinge blicken wie ich. Ja, das stimmt. So. Du bist ja nicht so der emotionale Typ. Und, ja. und das hat gar nicht mit emotional oder so zu tun. Ich habe einfach den Ultra-Röntgenblick. Ja, was ich jetzt, ich würde jetzt gerne auf diese Club-Geschichte mit meinen Brüsten zurückkommen nochmal. Ja, lass uns über deine Brüste reden. Ja, also das Ding ist, dass das aber ja, du bist ja dann auf dieses Thema gekommen, Schönheit. Manchmal muss man auch einfach sagen, ne, manche Menschen sind halt nicht so schön wie andere. Aber ich finde, bei Brüsten kannst du das gar nicht so sagen, weil es gibt super viele Männer, die stehen auf kleinere Brüste. Also bei sowas, zum Beispiel die Größe der Brüste, ist völlig egal. Jeder Topf findet seinen Deckel. Ja, ich habe nämlich hier mal eine Kerze gemacht. Genau. Also vielleicht, ja, das passt jetzt gerade. Ich stand hier unten. Ja. Wollte ich mal hochheben. Genau, also es gibt verschiedene Arten von Brüsten. Genau. Und was wolltest du jetzt sagen? Und ich glaube, das ist für jeden Typ... ist eine Brust dabei hier auf dieser Kerze, wenn man so will. Ja, also es gibt Männer, die stehen auf große Brüste, es gibt aber Männer, die stehen überhaupt nicht auf große Brüste. Und es gibt Männer, denen ist die Größe der Brüste völlig egal. So. Gut, aber auch da, glaube ich, muss man es realistisch sehen. Wenn man jetzt eine repräsentative Untersuchung machen würde, dann würden vielleicht, keine Ahnung, 20%, das ist jetzt nur geschätzt, 20% sagen, ist mir egal. Können die Männer ja jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ja, können wir mal machen. Und 50% stehen eher, oder 60% eher auf groß und 20% eher auf klein oder so. Also ich glaube schon, dass mehr auf, also ich meine, Frauen vergrößern sich ja nicht umsonst die Brüste. Es gibt ja mehr Brustvergrößerung als Brustverkleinerung. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und das, also deswegen, du hast natürlich so recht, es gibt alles, es gibt immer alles. So, aber trotzdem müssen wir ja auch weil du eben meintest, irgendwelche Models oder so, die haben selten Riesenbrüste. Naja, gut, dann muss ja jetzt wieder Laufsteg und Werbemodels differenzieren. Ja, aber wenn jetzt, ne? Ja, aber also, sehen ja selten, sind die ja mit Riesenhupen. Ja, weil sie aber auch grundsätzlich schlank sind, so. Aber, und die Laufstegmodels ja noch mehr, zumindest früher oder zumindest, keine Ahnung. Mhm. Wenn sich jemand selber bauen könnte, so, dann würde er wahrscheinlich da mehr Fett in die Brüste legen. Ja. Ist auch wieder Fakten, oder nicht? Oder wenn ich keine Fakten oder wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ich, aber dann bitte gut argumentieren und nicht einfach nur schreiben, hier der Spacko hat wieder irgendeinen Scheiß gesagt, sondern mit Argumenten bitte. Ja. Naja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Bogen spannen soll, wieder zu meinen Brüsten. Aber nee, das Ding ist ja auch, meine Brüste war ja lange auch ein bisschen ein Thema für mich, weil das Korsett hat meine Brüste ja ein bisschen auseinandergedrückt. Das weißt du ja. Mhm. Weil das war ja, eigentlich ging das ja, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Eigentlich ging das Korsett ja relativ hoch, weil das sollte ja verhindern, dass ich mich nach vorne bücken kann und den Rücken hinten rund machen kann. Das sollte mich ja gerade stützen. Das heißt, das hat eigentlich hier so gestützt. Als dann meine Brüste angefangen haben zu wachsen, wurde das so ausgeschnitten um die Brüste rum. Und in der Mitte war aber noch so ein bisschen breiteres Ding, was mich hier trotzdem noch stützen sollte. Dadurch sind die ein bisschen, sind die nicht so, bei vielen sind ja, wachsen ja relativ nah zusammen, auch nicht bei jedem, bei manchen Frauen ist es ja auch von Natur aus, dass sie ein bisschen nur eine Lücke dazwischen haben. Aber das war halt auch noch, warum ich eh durch das Korsett schon mit meinen Brüsten eh erstmal klarkommen musste. So. Ich meine, das fällt niemandem auf. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Nee, es fällt auch nicht auf. Das fällt nur mir auf, weil ich es halt weiß. So, wenn ich hier hinfasse, in die Mitte, da ist halt kein Brust. Ist keine Brust. Das sind halt meine Rippen. Aber gut. Ja, das ist ja auch normal, ne? Dass jetzt da in der Mitte keine Brust. Nee, aber halt da, also so daneben. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist nie jemandem aufgefallen. Ja. Und ich glaube, das haben, wie gesagt, manche Frauen auch von Natur aus einfach so. Aber es war halt so, dass ich mich manchmal gefragt habe, wie würde mein Körper eigentlich aussehen, hätte ich dieses Korsett nicht gehabt? Weißt du, wie hätte ich ausgesehen dann? So. Ja. Ich glaube, über das nächste Thema, wo ich mich schon nicht so schön fand, da hatte ich eigentlich selber nicht so ein Problem mit. Das scheinen eher andere an mir komisch gefunden zu haben. Ich glaube, da hast du dich auch schon mal drüber lustig gemacht, über meine Nase, oder? Mhm. Ne? Mhm. Warum?
Ja, damals ist mir so, also... Traust du dich jetzt nicht zu sagen? Doch, traue ich mich schon zu sagen. Weiß nur nicht, ob das dann so nett ist. Oh, was? Damals? Nee, aber damals hast du kurz überlegt, wegen meiner Nase nicht mit mir zusammenzukommen, oder was? Nein. Hä? Nein, ich, ach, keine Ahnung, ist egal. Komm. Nee, so eine Schweinchennase halt. Ja. Ja. Ja, das fällt aber, glaube ich, vielen gar nicht so auf, dass ich eine Schweinchennase habe, weil Männer ja, also, oder viele Frauen ja auch größer sind als ich. Und wenn du von oben guckst, siehst du das ja gar nicht. Oder von der Seite auch nicht so. Aber von unten ist das halt ein bisschen wie so eine Steckdose, ne? Weißt du? So. Ist halt flach hier so. Das ist mir selber nie so aufgefallen. Ich habe das nur manchmal also so gesagt bekommen. Finde das aber immer noch überhaupt nicht schlimm, weil ich mag meine Nase eigentlich sehr gerne, vor allem im Profil, weil das so eine Stupsnase ist. Weil die so, hat auch mal so ein Typ zu mir gesagt, ist eine Wichtelmännchen-Sprungschanze. Können so Wichtelmännchen drauf springen. Mag das eigentlich. Ich weiß noch, ich glaube, das war, da war, waren Lion und Dagi B noch zusammen. Und da hat er mal in einem Video gesagt, irgendwie ging es um meine Optik. Ich war in dem Video gar nicht drin. Und da hat er irgendwas gesagt, ja, die hat halt eine komische Nase. Ich weiß noch, dass ich da dachte, krass, denken Leute ernsthaft, ich habe eine komische Nase? Ich denke das gar nicht. So. Und das ist mir aber auch mal in einer Situation passiert, eigentlich in einem sehr traurigen Moment in meinem Leben, wo wir mit Familie und mit ein paar engeren Freunden zusammen waren und ich eigentlich sehr traurig war in dem Moment. Es war ein trauriger Tag und irgendwie hat ein Familienmitglied von mir einen Witz über meine Nase gemacht und auch so gesagt, das ist ein Rüssel. Und ich weiß noch, dass eine sehr gute Freundin dann darüber gelacht hat. Und das fand ich in dem Moment, fand ich das überhaupt nicht witzig, weil wir eh gerade eigentlich in so einem traurigen Rahmen waren und ich dachte irgendwie, ich hätte mir mehr Anteilnahme gewünscht. Da war ich 17. Ach so, so lange? Okay. Das war am Tag einer Beerdigung. Ah, okay. Und da, in der Situation, weiß ich noch, fand ich das richtig schlimm. So, da hat mich das richtig getroffen irgendwie. So, dass ich dachte, weil die Freundin war Begleitung von mir, also quasi für die Beerdigung. Und ich dachte, sie ist eigentlich hier als meine Stütze und lacht mich damit aus. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich reagiert habe, ob ich gezeigt habe, dass, oder ob ich versucht habe, das so runterzuspielen. Ich glaube aber nicht, dass ich mitgelacht habe. Also so, aber sonst hat mich das eigentlich nie wirklich gejuckt, weil ich meine Nase selber gerne mag. Und ja, und auch jetzt Stütze, brauchtest du da eine Stütze bei diesem Event? Weil mit deinem Rüssel konntest du dich doch wahrscheinlich auch selber stützen, oder? Lang ist die ja nicht. Die ist ja jetzt nicht lang. Oder? Nee. Der war schlecht. Ach so, doch, der war schon schlecht. Ich wollte sagen, dass mein Schauspieler bei einem Dreh zu mir gesagt hat, als er mich so im Profil von der Seite gesehen hat, boah, krass, du hast ja so eine Nase, wie sich ganz viele Frauen operieren lassen und du hast die von Natur aus, du hast ja voll die perfekte Nase. Wo ich dachte, guck mal, auch da, es ist manchmal, Menschen nehmen Dinge unterschiedlich wahr. Ja, aber jetzt nichts gegen deine Nase, ne? Aber wenn sie sich operieren lassen, die sind schon noch ein bisschen kleiner, also vor allem von vorne, von der Seite. Also ich will es jetzt nicht... Ja, aber ich glaube, diesen Stups, den... Ja, das von der Seite, ja, aber von vorne ist sie ja schon breiter als das, was man sich operieren lässt. Ja, aber trotzdem liegt es ja scheinbar, also sehen Menschen... Ja. Nicht jeder sieht, wie du eben gesagt hast. Das ist die Betrachtung ist nicht immer ganz neutral, mit der jeder guckt. Ja, und das ist auch immer relativ zu dem, was du selber am meisten siehst. Ne? Genauso wie deine eigene Veränderung siehst du ja auch nicht, weil du dich täglich im Spiegel siehst. Aber wenn du ein Bild von vor 5 Jahren siehst, merkst du die Veränderung. Ja. Genau. Und vielleicht hat der Schauspieler einfach zu Hause eine Freundin mit so einem Rüssel. Und dann denkt er halt, ach ja, da hat er sie. So was würde ich mir natürlich bauen, ne? So ein Näschen. So ein Näschen, ne? Aber was mir zum Beispiel erst durch YouTube aufgefallen ist, darüber haben wir auch schon mal geredet, das war mir vorher gar nicht so klar, dass Leute, weißt du noch am Anfang, was die manchmal geschrieben haben in den Kommentaren, was komisch an mir wäre? Was komisch an dir wäre? Ja. Was mir ohne YouTube nicht aufgefallen wäre. Nee, weiß ich nicht. Meine Augenbrauen. Ach so. Weißt du das noch? Manche Leute so geschrieben haben, was hat die für Augenbrauen? Ich glaube auch, weil ich früher, wenn ich so witzige Gesichter gemacht habe, dann bewegen die sich ja eh krass. Und ich habe ja hier diese Ecke in der Augenbraue. Und ich fand die immer voll cool, diese Ecke da drin, weil es irgendwie so was Besonderes ist. Aber das stand schon mal in den Kommentaren, so, was hat sie für komische Augenbrauen? Wo ich dachte, okay, sind die echt komisch? Das ist mir nie aufgefallen mein ganzes Leben lang und hat mir auch vorher nie jemand gesagt. Aber
Social Media hat es mir endlich gesteckt. Ja, wäre mir auch nicht aufgefallen. Aber ich meine, ich weiß noch, okay, dass du da auch mal gesagt hast, hä, komisch mit diesen Augenbrauen. Ja, aber es gibt ja auch mit Augenbrauen, es gibt ja verschiedene Trends. Ne? Ich weiß jetzt was jetzt Trend. Also, ja gut, aber meine Augenbraue war wahrscheinlich auch ein Trend. Die war nie ein Trend, ne? Oder? Ja. Aber interessant, weil die meisten Sachen, die mich damals irgendwie verunsichert haben optisch, kamen ja von außen. Das mit dem Korsett, das Thema, das war natürlich mein eigenes Thema. Aber weil ich da auch ja nicht richtig aufgefangen wurde. Also ich finde schon, dass Kinder, die ein Korsett kriegen, müssten auch ein bisschen psychologische Betreuung kriegen. Ja, klar. Also ich glaube, jeder sollte psychologische Betreuung kriegen. Ja, gut, das ist ja nur nicht möglich, aber das ist ja dann schon, das ist schon eine krasse Zumutung für ein Kind und ich glaube, das ist halt vielen nicht so bewusst. Okay, der letzte Punkt, das hatte ich schon mal in einem Video auch erzählt, was mich manchmal gestört hat, waren meine großen Ohren, weil wir haben Dumbo-Ohren bei uns in der Familie. Und die mag ich aber mittlerweile auch sehr gerne. Das sind meine Elfenohren. Hm. Boah, diese scheiß dicke Fliege jetzt. Ich habe dir eben extra hinten eingesperrt, damit die hier nicht rumsummt. Ja, solange die nicht die ganze Zeit um deinen Geruch rumfliegt, dann die Achsel hier. Willst du sagen, dass ich stinke oder was? Heute schon. Ja? Nee. So, die Frage ist jetzt, wie kann man mit solchen Situationen umgehen? Wie kann man da rauskommen? Wie kann man sich selber schön finden, auch wenn man vielleicht objektiv betrachtet gar nicht so schön ist? Ja, guck mal, nee, vielleicht ist die Frage, wie kann man einfach, es ist 2, 3 Stufen oder Punkte besser machen, als man halt wirklich ist. Also ja, was hätte ich denn jetzt besser machen können? Hä, nee, das erklärst du doch jetzt. Ach so. Weil du meintest ja jetzt, ja, wenn du jetzt... Ich dachte, du meinst jetzt optisch, also was verändern. Nee, das kommt ja mit hinzu, dass du dir Kleidung anziehst, die du gut findest, wo du dich wohlfühlst, dass du die Haare so machst, wie du es gut findest. Ja gut, meine Nase, meine Augenbrauen, sieht ja alles immer noch genauso aus. Ja, aber genau, deswegen meinte ich auch, weil du ja jetzt gesagt hast, wie man sich schön finden kann oder dann halt, wie man sich schöner finden kann. So, und das meine ich, das ist ja realistisch, wenn du jetzt eine 1 bist, dann dich auf eine 10 zu empfinden, das ist, glaube ich, auch nicht realistisch. So. Ja. Sondern einfach 2, 3 Punkte mehr, als man halt jetzt ist, weißt du? Ja. Und wenn du eine 1 bist, dass du dann vielleicht auf eine 4 kommst. Oder? Also das eine ist ja wirklich auch so die Selbstwahrnehmung. Ne? Also weil das hatten wir eben schon, wir machen uns selber oft schlechter, als wir sind. Also so meine Selbstwahrnehmung von mir selber war viel schlechter, als sie wahrscheinlich objektiv gesehen war. Das ist mit Sicherheit so. Vor allem legst du selber den Fokus mehr auf deine Mankos. So, ne? Weil jemand anders betrachtet dich ja im Gesamten. Und dann guckt er vielleicht auf einzelne Sachen, aber im Prinzip sieht er ein Gesamtbild so. Und wenn der jetzt 3% Fokus auf der Nase hat, dann hast du vielleicht 20%. So. Ja. Und dadurch ist das Manko dann überrepräsentiert. Und dass du schöne Füße hast oder so, das sieht er halt nicht. Oder siehst du halt nicht, und das sieht aber vielleicht wer anders. Stimmt, ich habe schöne Füße, ja, stimmt. Hast du das? Weiß ich nicht. Gibt so Fußfetische Seiten. Ja, voll. genau, also deswegen den Punkt so selektive Wahrnehmung und versuchen, das irgendwie das Gesamtbild zu sehen, ist, glaube ich, schon ganz gut. Weil dann kriegst du auch eine realistische Einschätzung. Mhm. Oder eine realistische... Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, der Marc hat die Kamera relativ tief gemacht und wir hätten sie, um uns schöner zu finden, tatsächlich ein bisschen höher gemacht. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal ohne Marc ein bisschen weiter oben gefilmt. So mindestens Eyeline, also wäre höher. Marc, mindestens Eyeline immer. Ja. Nicht unter Eyeline. Sehr. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, dass ich meine, das hätte ich damals in den Arbeitsvertrag reingeschrieben, nicht unter Eyeline filmen. Oder? Mhm. Ja. Ja. Jetzt kommen die Kommentare, boah, jetzt fällt mir das auf, wie hässlich die ist. Ja. Das ist scheiße, super. Ey. Voll unter der Eyeline in die Nase rein. Richtig, genau meine Nase, deswegen mache ich ja immer eher von oben. Sagt sie dir noch nicht umsonst, dass sie mit einem Problem hat und irgendwie psychisch sich jetzt schlecht fühlt? So, und jetzt haben wir wieder das Drama, dann weint die wieder den ganzen Abend. Müssen wir neu aufnehmen. Ja, super. Was zum Beispiel ich damals nicht hatte, was ich heute habe, ist auch eine Wertschätzung für meinen Körper. Also wirklich meinen Körper zu schätzen zu wissen und dieses Bewusstsein zu haben, dankbar für dieses Wunderwerk zu sein, was wir hier tragen dürfen auf der Erde. Ja, das ist ja, Dankbarkeit ist ja generell wichtig, ne? Aber du kannst es natürlich auch so sehen, wenn du dich jetzt selber als nicht so hübsch empfindest, dann sei dankbar dafür, dass dein Körper funktioniert, ne? Weil eigentlich ist das ja in dem Sinne das Hübschheitsding, ist ja dann auch ein Luxusproblem. Das ist zweitrangig, weil wenn du dir vorstellst, du hättest irgendeine signifikante Krankheit, dann relativiert sich das halt auch wieder ganz schnell, ob du jetzt große oder kleine Brüste hast. Ne? Ja, voll. Und deswegen glaube ich, ist es eigentlich der Weg, auch das kann man wieder aufs gesamte Leben beziehen,
sei dankbar für das, was du hast, weil das könnte noch viel, viel schlimmer kommen. Und die größte Ressource ist halt einfach unsere Gesundheit. Aber ne? Weißt du noch, wir hatten doch mal die Folge auch mit der Katrin, die Krebs hatte und die auch eine Brust abgenommen bekommen hat. Und die hatte doch dieses tolle Foto, auch wo die eine Brust weg war. Und zum Beispiel, ich finde sie auf dem Foto so wunderschön, obwohl da eine Brust wirklich fehlte. Auch da, Schönheit, es gibt vielleicht so Schönheitsideale, die Menschen so im Kopf haben, aber was dann in der Realität wirklich als schön empfunden wird, wenn man einen einzelnen Menschen betrachtet, ist manchmal was ganz anderes, als man jetzt so, wenn man nur in der Theorie von einem Schönheitsbild ausgeht. Genau, aber diese Dankbarkeit, dass der eigene Körper, was das für ein Wunderwerk ist, was der alles kann, das habe ich damals überhaupt nicht so richtig wahrgenommen und gesehen und habe eher die ganzen Makel an meinem Körper gesehen. Das ist ja auch wieder eine Fokussache. Worauf fokussierst du dich? Auf das, was dir vielleicht nicht gefällt, oder fokussierst du dich auf das, was alles mega gut funktioniert, also was dein Körper leisten kann? Wo sind deine schönen Stellen an deinem Körper? Worauf legst du den Fokus halt, ne? Ja, das ist generell, das ist auch, wenn du es jetzt noch auf noch größerer ESO-Ebene siehst, Gesetz der Anziehung, und legst du den Fokus auf das, was du haben willst, oder auf das, was du nicht haben willst? Legst du den Fokus auf das, was dir Schmerz bereitet, oder auf das, was dir Freude bereitet? Also, das... Und ich habe damals den Fokus halt schon, aber in der Korsettzeit fiel es mir auch sehr schwer, den alleine in dem Alter zwischen 10 und 14 anders zu legen. Ne? Man muss auch zugegebenermaßen, das ist jetzt so leicht gesagt von uns, ne? Also das ist, es ist klar, dass es nicht einfach ist, aber es ist letzten Endes der einzige Weg. Vor allem als Kind oder Teenie, so, ja, ne? Ja, ja. Aber das wird halt natürlich auch in der Social-Media-Narzisstenwelt immer schwieriger, ne? Ja. Also, ja, aber es ändert nichts daran. Jeder selbst ist da in der eigenen Verantwortung. Also, sich da, vor allem, du kannst halt nicht verhindern, dass... ich hätte nicht verhindern können, dass so Sprüche fallen, gerade von fremden Leuten oder so, ne? Ich hätte vielleicht mit meiner Familie mal vernünftig kommunizieren können, aber ich war halt ein Kind von 7, 8 Jahren. Ich hätte mal sagen können, ey, das verletzt mich, wenn du mir immer wieder sagst, ich bin zu dünn oder so. Das habe ich halt auch nicht kommuniziert. Bei meiner Familie hätte ich das machen können. Und das ist vielleicht was, was man Menschen da draußen, gerade jungen Menschen, mitgeben kann, das zu kommunizieren, wenn es einen verletzt, damit nicht immer und immer wieder die gleichen Sachen gesagt werden, wie es dann bei mir der Fall war. Bei Fremden, wie dem Typ da in dem Club, da kannst du es nicht verhindern, dass solche Worte fallen. Da kannst du nur an deinem eigenen Selbstwert, an deiner eigenen Selbstliebe arbeiten, dass das nicht so viel mit einem macht. Was ich aber finde, was man, um es anderen manchmal leichter zu machen, was man da dazu tun kann, öfters mal ehrliche Komplimente zu machen, wenn man etwas schön findet. Also ich habe mir das irgendwann so angewöhnt, dass ich Menschen sage, wenn ich etwas an ihnen besonders schön finde, also ehrlich schön finde, weil man merkt immer, ob ein Kompliment einfach nur dahergesagt ist oder ehrlich gemeint ist. Ey, so ein tolles Kleid! Na, das ist ja egal, so irgendwie. Aber wenn wirklich ein ehrliches Kompliment aus dem Herzen kommt und sowas einfach mal zu sagen, wenn einem etwas auffällt, was man in jemand anderem schön findet. Und ich finde gerade auch für Eltern, die Kinder haben, Kindern bewusst beizubringen, einen gesunden Selbstwert zu entwickeln, ein gesundes Selbstwertgefühl, ein gesundes Selbstbewusstsein und auch Selbstliebe irgendwie mit auf den Weg zu geben, hängt auch ganz viel mit den Worten an. Hängt ganz viel von den Worten ab, die auch Kinder von ihren Eltern gesagt bekommen. Und vielleicht Kindern einfach mal das zeigen, dass sie sich schön finden dürfen. Und das ist egal, ob sie objektiv schön sind oder nicht, sondern jeder darf sich schön fühlen. Das darf jeder, das ist das gute Recht von jedem Einzelnen. Und dass man als Eltern den Kindern von Anfang an mit auf den Weg gibt, wie wunderschön sie sind. So. Und wie geliebt sie sich fühlen können. Und die gesunde Portion Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, dann prallen manchmal so Worte ganz anders an einem ab, als wenn man das halt nicht aufbauen konnte. Es ist ja gerade durch Instagram auch so ein Schönheitsideal in Anführungszeichen entstanden, wo viele alle gleich aussehen, wo man das Gefühl hat, alle sehen plötzlich gleich aus. Ne? Ah ja, gut, ich glaube, das gab es ja früher, gab es ja auch schon diese Gags so in so Filmen, wo so eine Gruppe von Leuten ist, die sich alle individuell total einzigartig vorkommen, und in der Gruppe gesehen sind sie aber alle gleich, ja. Und das ist natürlich jetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, meine Augen sind vielleicht objektiv gesehen schön
meine Nase finde ich schön, muss nicht jeder schön finden, dann ist das aber etwas, was mich individuell macht. Dann ist das etwas, was mich einzigartig machen kann. Weil wie wäre eine Welt, in der wir alle perfekt in Anführungszeichen aussehen würden, das fände ich überhaupt keine schöne Welt, wenn alle gleich aussehen würden und alle wie Roboter wären. Und diese Einzigartigkeiten, die wir vielleicht manchmal als Makel ansehen oder andere vielleicht bei uns als Makel ansehen, die als unsere Einzigartigkeiten, was ist mit meiner Sprache los, als unsere Individualität und unsere Einzigartigkeit wahrnehmen. Und es gibt ja auch so Profile, die schon mal so bei Prominenten sagen, okay, guck mal, Julia Roberts hat eine relativ große Nase. Ne? Wie sähe Julia Roberts jetzt mit der Nase aus, die gerade auf Instagram im Trend ist? So, und dann wäre es nicht mehr Julia Roberts und dann sähe sie aus wie alle anderen. Und dabei gilt sie ja weltweit als so eine schöne Frau schon immer, obwohl sie eben nicht diesem perfekten Ideal entspricht. Ja, aber genau, aber ich glaube, dafür muss man halt auch wieder differenzieren, zwischen wie weit ist, wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob die eine große Nase hat. Ja, oder was einen großen das war. Mund eher. Aber ich glaube wirklich. Was ist das Ideal? Oder nee, ist Quatsch. Wie weit ist das vom Ideal weg? Ne? Mhm. Weil wenn du jetzt sagst, so deine Nase, okay, die ist vielleicht ein bisschen vom Ideal weg, aber das, dann kann man das so sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber wenn du aber hier so einen Teil hast, dann ist es wieder schwieriger, das so zu sehen. Also deswegen, diese Einzigartigkeit ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ja, bist du einzigartig, wenn du hier so ein Segel hast und dann nach Amerika fliegen kannst. Aber ob das dann, ob du dich dann so schön, ne, es ist, ja. Mhm. Und deswegen, ja, gewisse Abweichungen können so eine Einzigartigkeit ausmachen. Und das kann man sich dann auch so definieren, sicherlich. Ab einem gewissen Punkt wird es vielleicht auch wieder schwierig, aber ja. Ja, und Selbstbewusstsein ist aber auch ultra attraktiv. Also sagen wir, jemand hat jetzt, wäre so ein Typ mit so einer Zeltnase, ne? Und der ginge damit aber super selbstbewusst um und macht selber noch Witze darüber oder so, ja. Dann wäre das attraktiv. Ja, definitiv. So. Also wenn du dieses Zelt hast, dann darfst du nicht versuchen, das Zelt zu verstecken, sondern im Gegenteil, dann musst du eigentlich noch einen Scheinwerfer darauf legen. Nein, ist wirklich so. Guck mal, hier, ich nutze es als Antrieb für mein Segelboot. Und worüber ich jetzt letztens noch mit einer Freundin gesprochen habe, die noch ein bisschen älter ist als ich, und die gesagt hat, hätte ich das mal früher gewusst, wie schön ich damals war, als ich jung war. Weil viele junge Menschen haben halt noch nicht das Selbstwertgefühl, wie vielleicht jemand, der schon ein bisschen älter ist. Ne? Und dann wird einem erst klar, wie schön war ich eigentlich früher? Ja, gut, ich habe das damals nicht gesehen und jetzt, wo ich nicht mehr so aussehe wie damals, sehe ich erst, wie schön ich damals war. Ja, aber das liegt aber auch da. Das ist dieses, du merkst erst die Sachen, die du hattest, wenn du sie nicht mehr hast. Ne? Mhm. Also wenn du so schön bleiben würdest und nicht dieser Alterungsprozess einsetzen würde, dann weiß ich nicht, ob das dann so funktionieren würde, diese Regel. Aber so ist es halt klar, weil es geht halt normal bergab. Es ist ja auch objektiv und dann merkst du erst, ach scheiße, ich habe es immer noch mal als normal genommen. Also das kannst oder auch auf ich hatte sogar Komplexe. Ja. Ja, aber auf körperliche Sachen. Ja, aber ich habe es genauso wie, wenn du jetzt, du kannst ganz normal durch die Straßen gehen, so, wenn du irgendwann alt bist und vielleicht am Rollator gehst, dann denkst du, boah, scheiße, wie geil war das? Damals konnte ich doch noch normal 5 Kilometer laufen. Mhm. So, also das ist immer, also diese... Ja, aber dass man manchmal, also wie gerne man sich diese Sachen früher bewusst gemacht hätte und deswegen... Ja, das ist aber dieses Dankbarkeitsthema in meinen Augen. Es ist genau das Thema, was wir eben hatten. Und du hast das mit dem Rollator auch gerade gesagt. Vielleicht können wir alle versuchen, den Fokus weniger auf Schönheit zu legen, für uns selber auch, als auf die eigene Gesundheit. Weil was ist das Wichtigste an unserem Körper? Nicht unsere Schönheit, sondern unsere Gesundheit. Und vielleicht ein bisschen mehr darauf achten und weniger auf die Schönheit. Weil oft machen Menschen für die Schönheit Dinge, die ungesund sind für ihren Körper. Okidoki? Okidoki. Hast du abschließend noch was zu sagen? Hast du irgendwie mal solche Situationen gehabt, wo du mit so Worten oder so zu tun hattest, die da irgendwas bei dir ausgelöst haben? Auf die Optik bezogen? Mhm. Mit Sicherheit, aber ist jetzt nichts, was mir jetzt so hängen geblieben ist. Ja, ist doch cool. Also. Schön, so sollte es doch sein. Und dabei bist du doch eigentlich so hässlich. Ja? Nein! Ja, aber man wird alt, das ist echt scheiße. No. Alt werden ist echt scheiße. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge zum Thema Altern machen. Aber da schließen wir jetzt erstmal ab, hier. Ja, Kommentare. Wollten wir doch mit Marc in dem Video machen, hat man eben gesagt. Gut.
Aber ein? Na ja, komm, weil ja sonst, kommen wir da ja nicht irgendwie, weißt du? Du willst das Video unbedingt noch länger machen, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht. Wo kommen wir jetzt von der Amys-Folge? Ja, dann mach einmal kurz. Ponk war schon ein geiles Projekt. Ich erinnere mich tatsächlich regelmäßig dran. Von Nanopolymer. Geil. Kennt Ponk noch? Können ja mal Leute jetzt in die Kommentare schreiben, wer von euch kennt Ponk noch? Genau. 12 Jahre her. 12 Jahre her. Ho. So, dann. Tschüss, Leute. Tschö. Fühlt euch schön. Ihr seid es, auch wenn Chris das vielleicht nicht so sieht. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris halb zwölf und Joyce Ilk.